Heute möchte ich euch die Erfindung des Fahrrads in 2 Minuten erklären. Jeden Dienstag ein neues Video auf meinem YouTube-Kanal Geschichte erzählt. Also die Erfindung des Fahrrads dann im Jahre 1817, also gut 200 Jahre her, durch den badischen Erfinder Karl von Drais vorgestellt. Das Fahrrad hatte schon einen Holzrahmen, einen Lenker, einen Sattel und 2 hintereinander gestellte Holzräder. Aber eben noch keine Pedale. Es ähnelte aber schon stark unserem heutigen Fahrrad. Man musste sich dann auf den Sattel setzen und sich mit den Füßen immer wieder abstoßen. Karl von Drais sagt, dass er die Idee auch in gewisser Weise vom Schlittschuhlaufen übernommen habe. Die Laufmaschine, Drais spricht auch von einer Maschine, oder Draisine, nach ihrem Erfinder benannt, hatte aber keinen durchschlagenden Erfolg. Sie war zwar schneller als die Postkutsche und oftmals genauso schnell wie ein Pferd. Allerdings gab es auch Probleme. Erstmal musste man das Fahren lernen, es war unfallträchtig. Dann war auch nie so ganz klar, für was man das eigentlich überhaupt brauchen könnte, außer sich halt schneller fortzubewegen, aber für die Arbeit war es schon manchmal nicht wirklich gut brauchbar. Und die Menschen fuhren dann auch auf dem Gehsteig, weil die Straße zu, ja, uneben war, zu schlecht war. Und auf dem Gehsteig waren sie dann viel zu schnell, das kam zu Unfällen, das wurde dann auch verboten. Der große Erfolg des Fahrrads kam dann auch erst später, als es dann auch Pedale gab und so weiter, das Fahrrad dann immer weiter fortentwickelt wurde. Karl von Drais hat sich das patentieren lassen, konnte aber finanziell kaum profitieren. Es wurde auch immer wieder nachgebaut, ohne dass er davon finanziell profitierte. Er starb dann verarmt. Aber die Anfänge unseres heutigen Fahrrads waren gelegt. Das war's dann für heute. Bis nächsten Dienstag und bis zur nächsten Erfindung.